Grüß Gott aus Brent Village, der Stadt der Marken, der Markenrechte und der Domains. Heute wieder mit unserer Markenneuanmeldung der Woche, frisch aus dem Markenblatt der Veröffentlichung des Deutschen Patent- und Markenamtes. Wir haben uns heute für eine Wortmarke und gleichzeitig Wortbildmarke entschieden, die da lautet Türöffner e.V., Jobnetzwerk für Geflüchtete. Natürlich sind die Beiträge auf Brent Village unpolitisch. Hier geht es einfach darum, interessante Markenneuanmeldungen aufzuzeigen. Und diese Wortbildmarke und die Wortmarke ist bemerkenswert. Die Markenneuanmeldung ist deswegen bemerkenswert, weil hier ein Verein, der Geflüchteten hilft, sich natürlich auf seine Tätigkeit konzentriert, aber letztendlich doch dran gedacht hat, man könnte ja das Logo auch als Marke anmelden, und das hat dieser Verein auch getan. Und wo könnte dieser Verein anders sitzen als in der Multikulti-Stadt Berlin? Das war ja eigentlich so zu erwarten, und ja, der Türöffner e.V. sitzt in Berlin, und ich habe mir mal die Homepage angesehen und auch das Statement, das dort abgegeben wird. Ich darf mal kurz vorlesen. Türöffner e.V. wurde als gemeinnütziger Verein im April 2016 in Berlin gegründet. Unser Jobnetzwerk in Berlin und Brandenburg besteht aus 164 Unternehmen aus Wirtschaft, Kultur, Sport und Kirche. Unser gemeinsames Ziel ist es, Geflüchteten in den Arbeitsmarkt zu vermitteln und damit zur Integration beizutragen. So übernehmen wir gesellschaftliche Verantwortung. Rund 700 Erstgespräche haben wir seitdem geführt. 478 Teilnehmerinnen haben wir über die letzten 6 Jahre für den Arbeitsmarkt vorbereitet und begleitet. Insgesamt konnten wir 262 Teilnehmende in den Arbeitsmarkt mit einem Praktikum oder Arbeitsausbildungsvertrag vermitteln. Davon sind insgesamt 190 sozialversicherungspflichtige Verträge, das heißt 153 Arbeitsverträge und 38 Ausbildungsverträge abgeschlossen worden. Ja, dieser Verein leistet eine wunderbare Arbeit, eine großartige Arbeit. In einem Verein sind in der Regel ehrenamtliche Mitarbeiter beschäftigt, und wie gesagt, dieser Verein hat es geschafft, eine Marke, in dem Fall sogar zwei, nämlich die Wortmarke und auch die Wortbildmarke, anzumelden. Sehr bemerkenswert, und ich habe natürlich nicht nur inhaltlich in den Verein geschaut, sondern natürlich, weil wir hier bei den Marken sind und Markenneuanmeldungen sind, auch auf die Klassen. Und tatsächlich, der Verein hat entweder Know-how oder ist gut beraten worden. In jedem Fall passen die angemeldeten Klassen hervorragend zur Tätigkeit des Vereins. Ich kann nur sagen, Hut ab, und es hat sich gelohnt, diese Markenneuanmeldung, die wirklich vorbildlich ist, auszuwählen. Das soll es für heute wieder gewesen sein mit unserer Markenneuanmeldung. Die war nicht skurril, aber letztendlich doch sehr interessant. Und ich freue mich, dass ich euch diese Markenneuanmeldung präsentieren konnte. Wenn euch meine Markenneuanmeldung der Woche gefallen, dann lasst mir gern einen Daumen hoch oder ein Like da, abonniert meinen Kanal, und gerne könnt ihr mir auch Markenneuanmeldungen zuschicken, die ihr selber für interessant, aber auch für skurril oder einfach erwähnenswert haltet. Ich werde die mir in jedem Fall anschauen, und wenn es mir gefällt oder wenn es Sinn macht für euch alle, die natürlich auch veröffentlichen. Das soll es für heute gewesen sein. Ich danke wieder fürs Zuhören und Zuschauen, wünsche noch einen schönen Tag und natürlich auch eine erfolgreiche Woche, und freue mich, wenn ihr nächste Woche wieder mit dabei seid bei der neuen Markenneuanmeldung der Woche. Servus!